Erzähl ein bisschen was. Ja, läuft. Los. Immer was ganz anderes. Die Vorburg ist heute mal nicht in der Vorburg, sondern die Vorburg ist bei der Bäckerei Meier und am Außen Hochbäcker. Heute auch mal aufgrund der Pandemiesituation ein echtes Video, Echtzeit, nicht nur im Fernsehen, sondern jetzt auch auf Facebook oder an anderen Kanälen. Ich habe unsere diesjährige Produktion mal aus dem Schlosskeller mitgebracht, um zu gucken. Das machen wir jeden Tag. Also das, was heute jetzt live gleich gezeigt wird, machen wir jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Wird ein Stück des Stollens angeschnitten zur Qualitätsprüfung. Man sieht das auch schon. Von daher spannt die Jacke ein bisschen. Wir sind in der zweiten, dritten Adventswoche. Deshalb schmeckt er immer noch umso besser. Und ich habe mir heute Verstärkung dazu geholt und möchte da auch gar nicht länger alleine bleiben, denn der Haus- und Hofbäcker ist da. Wir haben heute mit im Haus nicht einen, nicht zwei, nein, wir haben die ganze Familie hier. Von daher, da rennt sie schon raus. Also wir können mit der Kamera gleich mal direkt rauf. Ist ja live. Zack, da ist sie weg. Und wir sind wieder hier. Also heute mal dabei Vincent und Steve Richter, die natürlich das Ganze hervorragend gebacken haben. Ich habe ihn mitgebracht und jetzt schneiden wir ihn einfach mal an. Denn der obligatorische Stollenanschnitt musste ja leider ins Wasser fallen. Von daher machen wir ihn virtuell und gucken wir mal, ob er immer noch schmeckt. Schneiden wir ihn jetzt wirklich an? Wir schneiden ihn jetzt an. Von daher, ran mit der Kamera, wir schneiden den an. Ich gehe zurück, damit das Ganze auch entsprechend passt. Und Vincent, schlage ich vor, schneiden wir einfach mal unsere Kostprobe. So, einmal aufmachen. Währenddessen immer wieder die Frage, uns wird das natürlich auch schon mehrfach über Facebook gefragt, wie viele handwerkliche Schritte sind eigentlich nötig für so einen Stollen, Vincent? Hast du es mal gezählt? Also wenn man mal so grob umschlägt, kommt man irgendwo bei 24, 25 Arbeitsschritten raus, bis ein fertiger Stollen jetzt hier auf dem Tisch liegt. Und da sieht man eigentlich erstmal, was dahinter steht. Und das schmeckt man dann auch, wenn man es natürlich selber gemacht hat. Ich spiele natürlich nachher bei diesem Video noch in Echtzeit das große Orchester ein. Das scheint mein Orchester zu spielen. Yummy. Sehr schön, auch wieder die Rosinen verteilt, optimale Backfarbe. Mehr geht nicht, mehr geht nicht, mehr geht nicht. So, ich esse jetzt auch ein Stück mit. Wir stehen mit Abstand. Mit Abstand und Anstand. So, das ist das Leckere. Sie können jetzt leider nicht daran teilhaben, sondern nur virtuell. Das Schöne ist, man darf mit vollem Mund sprechen, was ich natürlich ausgiebig tue. Wir haben nichts zu verlieren. Kann ja keiner was tun. Müssen ja Abstand halten. So, unser toller Stollen. Wie gesagt, diese Prüfung machen wir jeden Tag. Auch das, was uns unsere Gäste fragen. Er ist erhältlich natürlich bei unserem Haus- und Hofbäcker der Bäckerei Meier zum Abholen. Streng limitiert, wir arbeiten dran und er reift. So ein paar letzte Exemplare haben wir noch. Gleiches gilt für die Abholung auf der Vorburg. Am einfachsten ist es natürlich, das Ganze übers Internet zu bestellen. Setzt sich nicht durch, dieser neumodische Kram, aber doch einige Gäste und Kunden haben das Ganze schon gemacht. Von daher www.dievorburg.de. Da gibt es auch entsprechend einen Bestellformular-Shop, nennt sich das heute. Da kann man das Ganze bestellen oder direkt mal beim Brötchen holen, reinkommen. Bei der Bäckerei Meier, ich rede immer noch mit Vollmond, warum sagt ihr denn nichts? Bei der Bäckerei Meier kann man es abholen. Durch das viele Kauen sich da oben. So, die Aromastoffe. Ne? Man versucht auch immer ein bisschen Luft reinzupusten. Ist immer dann schwierig, wenn der Puderzucker ins Spiel kommt. Aber eine kleine Empfehlung für die Kinder zu Hause. So haben auch die Eltern ein bisschen Spaß. So viel erstmal zu uns. Haben wir noch irgendwas zu erzählen? Lecker. Haben wir nie. Wir machen das einfach nochmal. Das war's von uns. Tschüss.